Google Insights for Search. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRIM-AG und Sie schauen Website-Marketing.ch. Bevor Sie mit einer Optimierung starten, Suchmaschinenoptimierung oder auch eine AdWords-Kampagne starten, sollten Sie zuerst definieren, welche Keywords für Sie relevant sind. Das kann ich mit dem Keyword-Tool bei Google im AdWords-Account drin machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das gibt mir einen weit besseren Überblick, was die Trends betrifft, nämlich Google Insights. Das schauen wir jetzt kurz an. Ich bin hier auf Google Insights, am besten suchen Sie nach dem, dann finden Sie auch gleich den URL und haben nur hier die Möglichkeit, 5 Suchbegriffe einzugeben. Ich denke jetzt mal an eine Bank beispielsweise, habe hier Kredit, Hypothek, Sparkonto, Finanzierung und gebe jetzt noch den letzten ein, beispielsweise Konto eröffnen. Nun habe ich die Möglichkeit hier zu filtern. Was möchte ich suchen? Möchte ich in den Webresultaten in den Images suchen, wenn es natürlich mehr Bilder bezogen wäre, das haben wir hier sicher nicht in den News drin oder in den Products, also hier sicherlich den Search im Webbereich. Dann kann ich hier die Region auswählen, also das Land erstmal, könnte dann jetzt, ich habe die Schweiz gewählt, nochmal runterbrechen in hier die Kantone, das haben also die Amerikaner gecheckt und haben hier säuberlich unsere Kantone aufgeführt. Dann habe ich den Zeithorizont, das Ganze wird seit 2004 gemacht. Ich kann hier auch einen spezifischen Range angeben, weil ich, wenn ich beispielsweise eine saisonal bedingte Firma bin, also beispielsweise eine Krankenversicherung, bei der man im Herbst eben erst die Verträge anpassen oder ändern kann, dann muss ich natürlich den Bereich anschauen. Und dann habe ich hier noch Kategorien, auf die ich mich noch fixieren könnte. Nun, wenn ich hier suche, kriege ich hier für die 5 Suchbegriffe diese Graphen seit 2004 und sehe hier sehr schön, blau oben ist das Keyword Kredit, dann habe ich Hypothek, das ist rot, dann haben wir Sparkonto, das ist ganz unten gelb, Finanzierung und violett ist dann Konto eröffnen. Wenn ich mir das anschaue, sehe ich beispielsweise den Trend im Bereich Kredit, der hat mal ein bisschen abgenommen, so 2006, 2007, und ist wieder am Steigen. Das erzählt mir natürlich auch sonst einiges. Das kann auch ganz interessant für die Werbung sein oder sogar für die Werber selber. Beispielsweise Finanzierung hat eher abgenommen und das schaut sich auch nicht so aus, als würde das wieder massiv ansteigen. Also hier habe ich mal einen Überblick über die Entwicklung der letzten Jahre und Google gibt mir hier einen Forecast, wie es bis Ende Jahr ausschauen könnte. Also hier den letzten Teil, das ist die Prognose. Wenn ich jetzt hier runtergehe, geht es weiter. Ich habe das Ganze noch geografisch ausgebreitet. Sehe hier beispielsweise, dass im Kanton Thurgau am meisten nach Kredit gesucht wird, dann Solothurn, dann St. Gallen. Das sind also die Bereiche. Habe es hier noch nach Karte aufgeteilt. Könnt ihr natürlich auch nochmal detaillierter anschauen. Aber ich habe hier ungefähr einen Überblick, in welcher Region, wie stark, nach welchen Begriffen gesucht wird. Und dann das Letzte, und das ist sicherlich interessant, gerade für eine Keyword-Anreicherung. Ich habe hier links mal die Top-Searches, das sind diejenigen, nach denen am meisten gesucht wird. Ich habe hier also beispielsweise Bankkredit vergessen, das müsste ich sicher noch in die Liste aufnehmen. Dann gibt es hier auch Brandnamen drin, wie beispielsweise die Migros oder die Migros-Bank, die hier vorkommen. Kredite, also auch die Mehrzahl, Online-Kredit sogar auch. Das ist der zweite Teil hier unten und dann schlussendlich noch die Rising Searches, das heißt, hier kommen Keywords rein, die zugenommen haben in letzter Zeit. Das kann ich mir hier rauslesen. Da hat es Breakouts und dann solche mit Steigerungen drin. Also hier sehe ich, welche Keywords zusätzlich noch verwendet werden können, die in letzter Zeit extrem an Wert gewonnen haben, viel mehr danach gesucht wurde. Das gibt mir also mal einen kleinen Einblick in die ganze Sucherei auf Google, das habe ich sonst nicht oder eben nur über das Keyword-Tool. Ich weiß also nun, in welchen Regionen, über welchen Zeitabschnitt, wie viel nach was gesucht wurde. Halt nur immer 5 Keywords, aber da kann ich mich natürlich annähern, kann hier ein paar Szenarien durchspielen und kriege sehr, sehr interessante Werte raus. Wie gesagt, für mich auch interessant für die Werbung. Da sieht man, wie sich Trends, wie sich Keywords, wie sich auch Bedürfnisse, wie beispielsweise Kredit oder Finanzierung, das sind ja Bedürfnisse von Menschen, wie sich die entwickelt haben. Würde mich interessieren, ob ihr das überhaupt nutzt, was ihr davon hält. Kommentare wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier gern abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRIM AG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.